Ja, herzlich willkommen im alten Zollhaus. Ich freue mich, dass Sie wieder zuschauen. Und diesmal habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar die Sabine Wacker vom Basenfasten. Das ist, sage ich mal, die Päpstin aus Deutschland. Sie hat über 35 Bücher geschrieben und ist hier jetzt bei uns auch schon öfters gewesen. Und gerade heute freue ich mich ganz besonders, weil wir auch eine schöne Basenfastengruppe haben hier im Haus. Und ja, Sabine. Schön, dass du da bist. Hast eine nicht so lange Anreise gehabt aus Mannheim. Ja, war schon lang, aber habe ich gerne auf mich genommen. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Wir freuen uns sehr. Kannst du denn vielleicht mal ein bisschen was für unsere Zuschauer sagen über das Basenfasten, weil du es ja schon eine sehr, sehr lange Weile machst und bist sozusagen die Päpstin vom deutschen Basenfasten in Deutschland. Vom Basenfasten überhaupt. Genau. Ja. Deine Bücher wurden ja auch in mehreren Sprachen schon übersetzt. Genau, kannst du uns dazu was sagen? Auch gerade, was Basenfasten eigentlich ist. Ja, also das Basenfasten, eigentlich komme ich aus einem Hotel und ich habe ja dann Medizin studiert. Mhm. Das heißt also, auf der Grundlage meiner Praxisarbeit habe ich das Basenfasten entwickelt, weil ich einfach herausgefunden habe, allein Krankheiten zu behandeln, auch dann, wenn man sie naturheilkundlich behandeln möchte, reicht nicht aus, ohne die Ernährung mit ins Boot zu nehmen. Mhm. Und ich habe lange, lange danach gesucht. Da ich ja aus einem Hotel komme, bin ich natürlich mit ungesündestem Essen in den 50er, 60er Jahren aufgewachsen. Mhm. Also das ist natürlich, damals war alles convenient und da war man stolz auf convenient. Ich sage dann wieder zurück zum Frischen und habe mir lange überlegt, was ist eigentlich das Optimale. Und die Überlegung ging dann in Richtung mal richtig fasten. Wir haben richtiges Fasten angeboten. Das bedeutet, wir essen gar nichts Festes. Mhm. Wir haben also nur Getränke, 350 Kalorien. Gibt natürlich erstmal so ein bisschen einen Schock für den Stoffwechsel. Und da habe ich gemerkt, da ist dann der Umstieg in den Alltag, also das normale Leben, was wir uns alle als gesund vorstellen, aber es nicht hinbekommen, ist sehr schwer. Ja. Weil nach einer Woche nichts essen, machst du deinen Kühlschrank auf und denkst, oh mein Gott, was mache ich jetzt da? Und dann habe ich gedacht, wenn man in einer Woche, die man sich exklusiv Zeit nimmt, mal sagt, jetzt werde ich mal wirklich nur die Dinge essen, die gesund sind, bekanntermaßen gesund sind. Und wir wissen es ja alle. Weißt du, ist ja nicht so, was? Zu viel Fleisch ist schlecht und was? Zu viel Süßes ist schlecht. Wir sind ja nicht erstaunt, wenn wir das sehen. Wir wissen es ja. Und da habe ich gedacht, das lassen wir jetzt mal eine Woche weg. Alles, ja? Und essen zwar, aber eben nur das, von dem wir wissen, dass es gesund ist. Und dass es immer so ein stiefmütterliches Dasein auf unserem Teller hat. Ja. Und das ist eben Obst und Gemüse. Genau. Ja. Am besten frisch gekocht. Und da kommt noch viel dazu. Keimlinge, frische Kräuter. Wir haben Nüsse dabei. Also wir haben schon auch Öle, die guten Öle kommen dazu. Wir haben also schon ein schönes Portfolio. Das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, wenn man so aus der Pasta, Pizza, Fleischwelt kommt, ne? Burger und Co., dann denkt man, oh mein Gott, was kriege ich denn jetzt zu essen? Aber wenn man sich mal damit auseinandersetzt, dann merkt man, das ist wirklich toll. Du hast es schon ein paar Mal gemacht? Ich habe es schon ein paar Mal gemacht und hast mich auch angesteckt, dass ich Basenfastenleiter geworden bin und führe auch mit Isabel Einsiedel hier ein paar Kurse durch. Das ist ja so, dass wir... Also wir bieten wochenweise auch die Kurse an, aber man kann auch das ganze Jahr zu uns kommen. Also jeder kann sich entscheiden, zu uns Basenfasten zu kommen. Die Anreise ist immer Sonntag und Mittwoch, natürlich mit Voranmeldung. Und dann bieten wir aber auch spezielle Wochen an. Und zum Beispiel in einer Woche Basenfasten, kannst du vielleicht mal auch erklären, dann kriegt der Gast so ein Booklet. Genau. Genau, das haben wir hier. Mhm. Und was haben wir da Schönes drin? Haben wir einmal, da ist ein Büchlein drin, ja. Genau, ich wollte vielleicht noch sagen, das Hotelkonzept kam ja später dazu. Ja. Wir haben uns kennengelernt, da hast du gerade Basenfasten gemacht. Genau, weißt du noch? Das war zufällig. Das war in Sizilien, in deinem Hotel in Sizilien. Genau, kleine Episode, genau. Ich fange die Basenfastenwoche an und dann zwei Tage später kommt Sabine Wacker zu mir ins Hotel nach Sizilien und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und ich habe sie auch gleich erkannt und dann kamen wir gleich ins Gespräch. Und dann haben wir uns gleich geeinigt, dass wir hier im Zollhaus Basenfasten anbieten. Genau.
Und so sind wir zusammengekommen. Wir haben also bei Basenfasten, Wacker-Methode, haben wir eben so um die 30 Hotels und ihr seid eines davon. Genau. Und das läuft ja auch sehr gut bei euch. Und das Schöne ist eben in diesem Hotel, da wird eben, ihr habt euch sehr auf Yoga fokussiert, aber auch auf andere Begleitendes, also ein Rahmenprogramm bis hin zum Eisschwimmen. Nach dem Wim Hof, ihr habt ja alles hier im Angebot. Mhm. Und wer mal Basenfasten macht, kann es natürlich wunderbar zu Hause machen. Gar kein Problem, wenn da die Kinder und die Partner und die Haustiere und wer weiß ich alles mitmacht. Aber wenn du in ein Hotel gehst, dann hast du so eine richtige Auszeit vom Alltag. Das heißt also, im Hotel ist man wirklich mal ganz für sich, beschäftigt sich mit sich, schaut sich seine Essensgewohnheiten an. Das heißt, man wird in dieser Woche, was ich eben sagte, sich intensiv mit Essen auseinandersetzen. Und dafür gibt es immer für jeden Gast so ein Booklet, das wir zweimal im Jahr neu auflegen. Mhm. Denn Basenfasten macht man nicht nur einmal im Leben. Klar. Das macht man bis zweimal im Jahr. Ja, so wie man Urlaub macht, ja auch nicht nur einmal im Leben Urlaub. Ne? Du brauchst immer wieder deine Auszeiten, dass du dich wieder so auf die Spur bringst eigentlich. Ne? Und da haben wir so ein Booklet und da steht natürlich drin, wie es funktioniert. Es gibt Raum zur Reflexion, es ist ein Tagebuch drin und wir haben da hinten ganz viele tolle, leckere, basische Rezepte, die teilweise auch aus unseren Hotels stammen. Ja? Und da hat der Gast quasi gleich eine Anregung für das Leben zu Hause. Wir haben ja auch unseren Online-Shop bei Wacker mit sehr vielen leckeren basischen Produkten. Auch da kann man sich was dazu kaufen, damit es auch im Alltag schnell gehen kann. Finde ich wirklich ganz toll. Ich habe sie, wie gesagt, auch schon selber gemacht. Und die Gäste, war noch vor der Zeit. Genau, die Gäste, die auch hier sind, ist halt ganz besonders hier bei uns. Warum? Weil wir eben auch eine schöne Umgebung haben. Die Leute werden nicht abgelenkt. Also sie gehen jetzt nicht über die Straße und bekommen dann sind auf irgendeiner Foodmeile, sondern sind hier einfach im Wald und können hier auch spazieren gehen, können sich relaxen. Wir haben einen Gast zum Beispiel da, der hat seinen Hund dabei und der ist sowas von glücklich, dass er hier im tiefsten Walde, wir wissen ja, Erzgebirge ist wunderbar und das war die ganzen Wälder, man riecht die frische Luft und wir sind hier auf 800 Höhenmeter und deswegen auch ganz besonders hier die Gegend. Ja. Ja, das ist schon was sehr Besonderes. Also es ist ja so, es dreht sich beim Basenfasten eigentlich alles um das Essen. Aber im Grunde ist es, ist es ein Gesamtpaket. Denn wenn wir uns ungesund ernähren, haben wir in der Regel eine insgesamt ungesunde Lebensweise. Wir bewegen uns zu wenig, wir kümmern uns zu wenig um die Prävention von Krankheit. Ja. Also mein Ziel war ja immer, erstmal gar nicht krank werden, sondern so leben und essen und trinken, dass wir gesund bleiben. Und da gehört natürlich auch dazu mein Miteinander, wie ich mit anderen Menschen zusammen bin. Es gehört dazu, wie ich mich bewege. Es gehört dazu, was ich esse natürlich, wie oft ich das esse, zu welcher Uhrzeit ich auch esse. Also da gibt es ja so ganz viele Dinge, die wir im Alltag so schludern lassen, weil wir sagen, jetzt mal eben so zwischendurch. Und das ist eigentlich das, was uns auf Dauer ungesund, also krank werden lässt. Und es ist natürlich auch das, was uns in uns Stress erzeugt. Wir haben natürlich in der heutigen Zeit ein Riesenthema, was Stress angeht. Einmal durch die ganzen politischen Verhältnisse, die wir aktuell auf diesem Planeten haben und andererseits durch die wirtschaftlichen, die sich teilweise bedingen und natürlich auch durch die beruflichen Geschichten. Ja. Stress, den man hat in der Arbeit, Stress, den man hat zu Hause, Zeitmangel und da herauszufinden, wie kann ich das alles handeln im Alltag. Ja. Ja. Dafür brauchst du eine Auszeit, in der du erstmal wieder zu dir kommst. Genau. Also, und da ist Yoga, Meditation, alles mega gut dazu. Also dein Bewusstsein wieder stärken. Genau. Und kannst du uns mal sagen vielleicht, was uns in der Woche erwartet, in so einer Basenfastenwoche? Also da ist zum Beispiel der Leberwickel dabei. Genau. Ja, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Also es geht natürlich ums Essen. Ja. Das heißt, beim Basenfasten gibt es drei Mahlzeiten am Tag. Frühstück, Mittag, Abendessen. Und im Hotel gibt es sogar zwei Gänge, also bei Mittag und Abendessen. Wir haben natürlich ein Rahmenprogramm. Und innerhalb dieses Rahmenprogramms gibt es Leberwickel, denn wir wollen ja den ganzen Körper entlasten. Und dieses Entlasten fängt natürlich an, mit Leber Galleproduktion anzuregen, damit die Verdauung gut läuft. Dann gibt es Basenbäder, die helfen,
Ausscheidung mhm. über die Haut zu fördern. Ja. Also hier in unserem Fall, Entschuldigung, haben wir hauptsächlich Fußbäder. Ja, richtig? Das ist aber auch in Ordnung. Ja, genau. Also es gibt Basenbäder, gibt es als Fußbäder und als Vollbäder. Mhm. Und ich finde sogar, dass die Fußbäder effektiver sind, in der Tat. Ja. Also das Vollbad ist natürlich so ein rundum tolles Feeling auf der Haut und fühlt sich so richtig eingepampert. Aber wenn du ein Fußbad machst, es ist wie bei der Fußreflexzonenmassage, da hast du natürlich viel mehr effektive Wirkung, wenn du eine Fußreflexzonenmassage hast oder eine Rückenmassage, wird dir die Fußreflex mehr bringen, weil sie auf sämtliche Regionen des Körpers eingeht. Ne? Genau. Und insofern, das ist dabei, dann ist ein Bewegungsprogramm dabei, bei euch meistens Yoga. Ja. Ihr habt zwei Naturbadeteiche, also wer will, kann auch jetzt im Winter da raus. Ne? Ja. Klar, du leidest Sommer, an. Ja. Genau, das mache ich sehr gerne. Genau. Genau. Ja. Und man kann natürlich auch sagen, oh Mann, ich bin so fertig, ich habe so viel Stress gehabt, lasst mich bitte mit eurem ganzen Programm in Ruhe, ich mache meinen Leberwickel nach dem Essen, ich lege mich in die, ich mache mein Fußbad und dann ist aber gut, den Rest Sauna und Schlafen und noch nicht einmal lesen. Ja. Was ich dringend empfehle, ist diese kleinen Foltergeräte, die man auch Handy nennt, auf die Seite zu legen, weil ich weiß im Beruf, ich habe es auch ständig bei mir, jeder arbeitet am Laptop, ich bin jetzt mit dem Zug hergefahren. Ja. Es war nicht eine einzige Person in dem Zug und der Zug war voll, der ohne Tablet oder Notebook oder Handy war. Ja. Auch die kleinen Kinder nicht. Ja. Und ich dachte, boah, das ist schon eine krasse Welt. Ne? Also klar, im Berufsalltag brauchst du es, ich brauche es, aber wenn ich doch eine Auszeit mache, das ist so eine Ablenkung. Wir werden so aus unserer Mitte geworfen, mit Werbung, mit Nachrichten. Wirklich mal sich auf sich besinnen, Yoga machen, Meditation. Wer bin ich eigentlich? Und wenn du das am Ende der Woche rauskriegst, ach, ich habe ja ein eigenes Bauchgefühl. Ich muss ja gar nicht immer lesen, was ich essen soll. Ich habe gemerkt, mir tut die Kartoffelsuppe gut. Also dann bist du der Gewinner der Woche. Genau. Ja, genau. Klar, zum Beispiel Kaffee darf man ja nicht trinken. Den Fehler habe ich zum Beispiel am Anfang gemacht, dass ich... Sizilianer, ist ja klaro. Genau, den Kaffee habe ich dann natürlich ausgesetzt. Und wenn man, man muss aufpassen, man kann auch sehr leicht Kopfschmerzen davon bekommen vom Kaffee. Genau, das wenn du dann aufhörst, ich meine, es ist ja so, Kaffee ist ja nachweislich kein Suchterzeugungsmittel, obwohl wir alle süchtig nach Kaffee sind. Ja, das stimmt. Aber also es wurden keine, wissenschaftlich gesehen, keine Faktoren für Sucht gefunden, aber es wurden wissenschaftliche Nachweise für den Kaffeeentzug, also für den Koffeinentzug gefunden. Okay. Ja. Das sind genaue biochemische, inzwischen bekannte Vorgänge, die erzeugen einen Koffeinentzug. Und deswegen hast du in den ersten drei Tagen in aller Regel entweder Kopfweh oder der Kreislauf macht schlapp oder du fühlst dich so Matschbanana. Ne? Und wenn die drei Tage vorbei sind, ist eigentlich alles easy. Genau. Selten, dass jemand länger leidet. Vielleicht, wenn du so eine Migräne hinten dran hast oder so. Ne? Aber dann hast du ja schon etwas. Ja. Aber so als normal Europäer und mit einem 1 bis x Tassen Kaffee am Tag ist es eigentlich nach drei Tagen durch. Ja. Und dann merkst du plötzlich, du fühlst dich viel freier. Ja. Kennst du das Gefühl? Ja, natürlich. Es ist verrückt, gell? Ja, es ist Wahnsinn, wie man sich nach der Woche Basenfasten fühlt. Und das will ich auch unseren Zuschauern sagen, wenn sie mal Lust haben, Basen zu fasten, hier bei uns im alten Zollhaus, dann kommen sie doch gerne vorbei, schreiben uns eine Mail oder rufen sie uns einfach an. Oder auch gerne gehen Sie auf den Sabine Wacker Shop oder auf die Sabine Wacker Seite und dort sind auch andere Hotels zum Anschein, also zum Sehen. Und Sie können dort auswählen, wohin Sie gehen möchten. Es ist in ganz Deutschland verteilt. Du hast vorhin gesagt, über 30 Hotels sind es mittlerweile. Es sind 30 Hotels, genau. Österreich, Schweiz, Südtirol und Deutschland. Ja, genau. Genau, dann schauen Sie einfach rein und suchen sich Ihr Basenfastenwoche aus. Bei uns, wie gesagt, können Sie jeden Tag Basenfasten. Wir bieten das ganze Jahr an und haben aber auch Spezialwochen, die Sie auf unserer Webseite sehen können. Also vielen Dank und Sabine, vielen Dank für das Gespräch. Und wir freuen uns, dass du dann wieder zu uns kommst, vielleicht im nächsten Jahr nochmal. Mal sehen. Ja, vielen Dank, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.